Ich nehme in ein Grätzl am Rand von der Stadt, wo angeblich jeder ein Goldherzerl hat. Sind nur ein paar Gossen und haufenweise Bein, und meistens sind ganz gewöhnliche Leute dort daheim. Es gibt Gutes und Schlechtes, mein Leben regiert der Kaiser Müllblues. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wie ihr schon anhand der Einstiegsmusik gemerkt habt, befinde ich mich heute mitten in Kaisermühlen, und zwar auf den Spuren des Kaisermühlenblues und im Plaudertascherl, dem Lokal, in dem einige Szenen des Kaisermühlenblues entstanden sind, habe ich eine illustre Runde von Kaisermühlnern entdeckt. Wenn man Fernsehsendung macht, kann man nicht in tatsächlichen Ablauf machen, da muss man es ein bisschen überzeichnet machen. Weil sonst hat man nichts zum Lachen von dem Ganzen, sonst kommt ja da nichts raus bei der Geschichte. Nein, es hat Ur-Kaisermühler gegeben, die einen Tagesablauf haben. Zum Beispiel mein Vater, der ist mit dem Hund gegangen, mit unserem Hund, und im Kirchenpark ist gedreht worden. Und er wollte durch den Kirchenpark gehen, aber der Durchgang war gesperrt wegen der Filmaufnahmen. Und mein Vater hat gesagt, ich gehe 20 Jahre jetzt schon durch, ich gehe auch heute durch, und hat die ganzen Aufnahmen geschmissen. Gab es auch einen Hund im Kaisermühlenblues? Ja, ja. Aber diesen Hund, den gab es wirklich. Der Bezirksrat. Also dieser Hund hat wirklich so agiert wie im Fernsehen. Also, und der ist den ganzen Tag Stravanzen gegangen. Der hat sich alle Geschäfte ausgesucht, wo er sich ausgerastet hat. Dann ist er mit der U-Bahn ist er gefahren ins Donauzentrum, genau. Sie haben einen Leberkäse haben wir am kaufen müssen und wehe, wir haben ihn ausgepackt. Das war das Schlimmste. Der hat ihn einpackt gekriegt und so hat er sich selber dann ausgepackt und gegessen. Das war der Barney. Eigentlich ja, der Barney hat er gegessen, ja. Na, lustig war es. Weiter oben, wir sagen da zur Feuerhalle, ist Brandweiner, sagen wir, im Wiener Dialekt dazu. Da haben sie aufgenommen mit der Jazz-Gitti. Ja. Und die hat, so wie es drinnen gespielt hat, hat sie sich vor dem Geschäft auch dann aufgeführt. Da haben sie einen schönen Zahnlücken, haben sie da geschminkt gehabt, und die hat sie ihre Getränke mit rausgenommen und hat mit den Leuten draußen weiter gefeiert, wie es bei den Aufnahmen drinnen war. Und komischerweise haben sie viele Leute aufgeregt über die Sendung. Da hat sogar Unterschriftenaktion gegeben bei der Trafik. Ich bin eine Zugraste und meine Kärntner-Leute haben gesagt, um Gottes Willen, in welche Gegend bist du gezogen? Und ich war fassungslos, weil Kaisermühlen ist die schönste Gegend von Wien. Ja. Wenn man normal auf der Straße geht, triffst du immer irgendwem, wo es tratschen kann. Es kennen sich die Leute so gut, und wenn Hilfe notwendig ist, ist wer da. Es reicht ein Anruf, und das hast du in einer Großstadt selten. Es hat es aber andere auch schon gegeben bei dir im Haus, den sie das Auto gestohlen haben. Dann hat er es vor dem Wirten stehen gehabt und hat nicht mehr gewusst, dass er es dort angestellt hat. Hat Anzeige gemacht, hat schon ein neues Auto gehabt, dann haben sie es gefunden. Das ist mir passiert, das Und in unmittelbarer Nähe vom Plaudertascherl haben wir hier noch den Brandweiner. Auch der war im Kaisermühlenblues natürlich Drehort. Und ganz wichtig, den berühmten Pferdefleischer Schuller. Ja, und alles, was der Gaumen begehrt, findet sich hier natürlich beim Pferdefleischer. Wenn man sich trifft oder wenn man verhandeln tut, trifft man sich irgendwo im Kaffeehaus, beim Wirten und so weiter, und bespricht das, bevor das ins Bezirksparlament reinkommt. Fast spürt man hier Burschi Leitners Atem, der einem auf der täglichen Joggingrunde entgegenkommt. Einer der Eingänge in den echten Gemeindebau, wo der Kaisermühlenblues gedreht wurde. Und das ist die berühmte Zehnerstiege. Den Namen Turecek wird man an dieser Klingelanlage vergeblich suchen. Erstens, weil sie mit
Top-Nummern besetzt ist und zweitens, weil es sie zu Zeiten des Kaiser mit Blues in dieser Form noch gar nicht gab. Und seinerzeit, wie der Kaiser mit Blues gedreht wurde, war einmal eine Szene, da war ich selber ganz überrascht, weil ich es gesehen habe, da haben sie ein Skelett in eine Grube gelegt. Es hat natürlich sehr makaber ausgeschaut, aber heute steht dort der Wohnblock. Das China-Restaurant in der Mäusigasse 3 ist mittlerweile, sagen wir mal, ein bisschen geografisch verschoben worden. Ja, und so ist das im Leben, wenn keine Sonne scheint, kann auch die beste Sonnenuhr der Welt keine Zeit anzeigen. Diese hier befindet sich übrigens am Goethehof und auch dieser Goethehof war einer der Schauplätze des Kaisermühlenblues. Und hier wurden einige SPÖ-Sitzungen im Rahmen der Serie Kaisermühlenblues gedreht. Einmal Schuhe auslüften gefällig. Keinen direkten Bezug als Drehort, aber immerhin als Heimat zum Beispiel des schwarzen Diplomaten hat die UNO City. Ja, und wenn im Kaisermühlenblues Fußball gespielt wurde, dann natürlich auf der Anlage des SV Donau am Kaiserwasser. Und hier lief dann irgendwann mal auch Lukas Resetaritz alias Burschi Leitner über den satten Rasen. Ja, und die Bankraubszene im Kaisermühlenblues war eigentlich nicht in dieser Filiale, sondern in einem anderen Gebäude an der Schütterstraße. Natürlich kam auch der Eissalon am Schütterplatz im Kaisermühlenblues zu seiner Ehre. Und überraschenderweise ist dies hier eine der allerersten Szenen des Kaisermühlenblues, nämlich aus dem Eissalon aus Folge 1. Und es ist kein Eissalon, sondern eigentlich eine Bootseinstellung, die für diese Szene einfach adaptiert wurde. Also diesen Bus hat der Fünfer nicht aufgehalten. Natürlich ließen sich nicht alle Drehorte direkt im Grätzl Kaisermühlen drehen, so zum Beispiel das Amtshaus, also Bezirksamt, das Bezirksmuseum. Und hier gab es dann Arbeit für den Fünfer. Bim, bim. Unter Laternen ähnlich wie dieser fand das eine oder andere Gespräch der beiden Bezirksräte statt. Und aus dem Schnitzelplatzl im Kaisermühlenblues wurde im realen Kaisermühlen natürlich ein Schnitzelland. Und mit Sicherheit werde ich auch im Café Kaisermühlen noch einiges zum Thema Kaisermühlenblues zu hören bekommen. Der Öli hat mir in meinen Anfangszeiten da im Café auch sehr geholfen. Ich bin jetzt seit 8 Jahren da und ich habe Kaisermühlen kennen und lieben gelernt und der Öli ist auch, wie gesagt, so ein Unikat, was da dazugehört. Er ist hilfsbereit, er hilft an jeden. Was kann man noch über den Öli sagen? Ja, er hat dann so Anwandlungen, wo er draußen auf einmal den Verkehr regelt. Du warst ja ein bisschen Vorbild für den Fünfer. Ja, so ungefähr. Man wird nie enttäuscht, wenn man sensationsgeil ist, sagen wir es mal so. Ich bin umgestanden bei der Busstation, habe gewartet auf den Bus, habe mir eine Zigarette angezündet, weil ich mir gedacht habe, okay, es dauert eh noch ein bisschen. Und sie ist an mir vorbeigegangen, schwupps, hat mir die Zigaretten aus der Hand genommen. Und hat einfach weiter geraucht, es war halt nichts passiert. Und das sind so Momente, da
du bist so baff und so perplex. Aber sie macht das mit so einer Naivität, mit so einer Leichtigkeit, dass du einfach nicht weißt und du kannst aber nicht einmal besser. Aber ich wünsche euch, liebe Freunde, beim Oktor alles Liebe. Kommt Kaisermühl besuchen, es lohnt sich, es lohnt sich. Schaut euch die Schauplätze an, es ist lieb und nett. Na ja, bei uns in Kaisermühl ist es wunderbar, ich möchte woanders gar nicht wohnen.